In dem Westworld, das spielt dann auch so in der Zukunft mit künstlicher Intelligenz Ja. und künstlichen Menschen. Das ist wie ein Vergnügungspark. Da gehen die Leute hin und können sich einen schnappen und können den auf den erschießen oder aufschlitzen, können alles machen mit dem. Das ist ja eh nur eine Maschine. Ah, Der okay. wird dann repariert. Da ist eine große Halle, da sind lauter die Puppen, die werden dann wieder repariert, kriegen ein neues Gehirn, kriegen eine neue Motivation eingeimpft. Und da habe ich mich so drüber mokiert. Bei dem Regisseur sagte Herr Kerzel, wir sind nicht so weit davon entfernt. Ja, sind wir auch nicht. Und da habe ich gedacht, der hat einen Vogel. Am nächsten Tag gucke ich den neuen Spiegel, künstliche Intelligenz. Alles darüber ist im Moment so, aber ich glaube, die schreiben auch voneinander ab. Immer ist es eine Thematik geht dann durch alle Medien. Ja, aber es ist wirklich da. Also dieses Telefon hier hat künstliche Intelligenz. Ja. Das sieht zum Beispiel in meinem Kalender, dass ich mit Ihnen verabredet bin und mein Kollege hat mir die Adresse in den Kalender gemacht, damit ich sie finde. Und dann lande ich am Flughafen, da sagt mir mein Handy, du hast einen Weg von 17 Minuten zu deinem nächsten Termin. Ja, irre, irre. Und wir entwickeln bei uns zum Beispiel gerade, versuchen wir mit künstlicher Intelligenz zu verstehen, wie und warum Menschen von Musik bewegt werden oder was Menschen bei Musik fühlen. Und es ist so unglaublich, dass das funktioniert. Und ich habe vor 2 Wochen zum allerersten Mal von einem unserer Programmierer gesehen, der hat mir visualisiert, wie der Computer das sieht. Und sie sehen eine riesige dreidimensionale Wolke von Emotionen und dann fängt der Computer an, wie ein Gehirn zu denken. Das heißt, der rechnet nicht mehr, sondern der lernt, wie ein Kind lernt. Der probiert was aus. Und wenn es nicht klappt, probiert er was anderes aus. Und das macht er so lange, bis es klappt. Und auf einmal fangen Computer an, Intuition zu bekommen. Und das an der Thematik zu sehen, die man selber glaubt zu verstehen, ist wirklich etwas, wo ich mit runtergeklappter Kinnlade da saß, weil ich habe natürlich das Projekt angefangen, weil ich sagte, Leute, das ist total cool, wenn das mal funktionieren würde. Und fände ich das toll, wenn wir das schaffen, dass wir nach 3 Monaten Arbeit daran das sehen, ich hätte es mir rational vorstellen können, aber emotional zu sehen, dass das wirklich geht, hat mich unglaublich beeindruckt. Und wir sind eine kleine Firma, also wir sind ja, das ist ja nichts, das ist ja kein Geheimnis, was wir machen. Tja, irre. Das ist wirklich irre. Wie würden Sie das finden, wenn es in Zukunft eine Maschine gibt, die mit Ihrer Stimme spricht? Ja, befremdlich. Befremdlich? Befremdlich. Würden Sie sagen, würden Sie sagen, da würde ich mitmachen? Oder würden Sie sagen, nein, den Joachim Kerze gibt es nur bei mir? Nö, ich kann auch nichts dagegen machen. Ich kann auch nichts dagegen tun. Wenn die Maschine schon da ist, die so spricht wie ich. Es sei denn, wir haben doch mal angefangen, dass der hat mal einen Film gemacht, der Anthony Hopkins, da hat er lauter so kleine, wie heißen, Elektronen, Elektronen, Elektronen. rundrum gehabt am Kopf. Da haben die gesagt, hat der einen Harnes? Meine Mutter hat immer so einen Harnes früher aufgehabt mit lauter so kleinen Punkten. Aber nein, nein, das ist elektronisch und das wird jetzt alles, und danach wird er elektronisch dann nachgemacht. Also dann sparen sie die Schauspieler. Sie haben genau die Bewegung und die Sprache von dem Anthony Hopkins, der sich so bewegt, wie Ja, Anthony das kenne Hopkins sich ich. bewegt. Aber das Wie klappt ja nennt man doch das? nicht. Ja, Das noch nicht. nennt sich Noch Motion Capture. nicht. Ja, Sie haben recht. Sie haben völlig recht. Noch nicht. Noch nicht.